Es ist ja so, in diesem Jahr 2000 wird ja Jubiläum gefeiert, Helmut Kohl wird 70, das interessiert niemand mehr, aber interessanterweise ist, dass vor 100 Jahren Friedrich Nietzsche gestorben ist, ein feiner feministischer Philosoph aus Sachsen, der mal gesagt hat, lebe gefährlich. Und das ist das Motto in ganz Deutschland. Alle halten sich dran. Die CDU, die Deutsche Bahn. Es ist ja so, wenn man heute am Bahnhof zu jemandem, der in der City steigt, auf Wiedersehen sagt, ist das schon schwarzer Humor. Also, ich selber... Selber fahre Eisenbahn, nehme immer meine kleine Taschenbibel mit, damit ich im Ernstfall mal nachgucken kann, wie es da weitergeht, wenn es da unten jetzt mal ziemlich ruhig ist. Andere halten sich auch dran. Wer sich nicht dran hält, ist der Deutsche Fußballbund. Der ist ja jetzt auch, glaube ich, für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, weil das Prinzip Angriff kennen die irgendwie nicht. Aber bitte, das ist auch eine andere Sache. Nein, auch unsere Jugend, eine tolle Generation, muss man auch mal sagen. Es wird oft geschimpft, gerade von älteren Leuten wie mir, diese jungen Menschen, was sind sie, jung sind sie, das ist schon ärgerlich genug für einen. Aber leben auch nach dem Prinzip, lebe gefährlich, suchen sich erstmal eine sichere Arbeit, sicheres Geld. Und wenn sie die Sicherheit haben, dann gehen sie Bungee springen. Ich mach da nicht mehr mit, ich habe immer das längste Seil gekriegt und das geht doch, das geht schwer auf die Bandscheiben. Also hier fehlt jetzt nur, aber da tut's weh, das ist ganz scheiße. Auch gefährlich leben wir Deutsche als Urlauber. Die Deutschen sind die tapfersten Urlauber der Welt. Sie erinnern sich vielleicht, letztes Jahr ist ja dieses Jahr schon wieder so gewesen. Viele Deutsche möchten gerne mal Abenteuerurlaub machen, also ein buntes Lawinenerlebnis mitnehmen, das man mal später ein bisschen nach noch erzählen kann, wenn man sich im Paradies will. Nein, es war ja so, letztes Jahr, da sind ja viele nach Österreich gefahren, um das mal zu erleben. Und wir haben das alle im Fernsehen gesehen. Auf der einen Straßenseite wurden die Tiefgefrorenen in der Schräglage schon so raustransportiert. Und auf der anderen Straßenseite standen die noch Lebendigen im Stau, um da reinzukommen. Also mit der Mentalität hätten wir Stalingrad gewonnen. Ne, aber da war ja, ist doch wahr, ne, da war im, ja, freut mich. Da war miese Stimmung im Kessel von Stalingrad. Oh, gibt nichts mehr zu essen, ist kalt, mein Bein ist ab, ich fall um, ich will heim. Die waren eben nicht auf Urlaub, sondern im Krieg. Und das ist immer härter. Meine Damen und Herren, lebe gefährlich ist natürlich auch das Motto unserer CDU. Da muss man auch mal was zu sagen. Ich finde das hier nicht richtig, dass da so zynisch über diese Menschen gesprochen wird. Man muss auch das seelische Moment einmal sehen, gerade von Helmut Kohl. Wir wissen ja, eine entscheidende politische Frage ist immer, wer lacht über wen. Nicht warum, sondern wie lange. Und Helmut Kohl hat es doch wirklich getragen, all die Jahre über. Immer hieß es, Helmut, sag mal Geschichte. Geschichte, was ist? Und ne, alle haben sie gelacht. Und da hat er eines Tages gesagt, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Eine riesige Schweinerei. Und hat er aus seinem Privatvermögen 2 Millionen genommen und sie anonym der CDU gespendet. Ne? Und so einfach war das. Hat er gesagt, die kriege ich kaputt, hat er sich gesagt. Ja, er hat's geschafft. Ist auch schön, Wolfgang Schäuble an sich, der jahrelang in der Partei als Moral auf Rädern galt. Ne? Und heute, ne, vor 2 Monaten hätten wir das gar nicht sagen dürfen, ohne gesteinigt zu werden. Heute lacht ihr so, sagt, alter Drecksack, weg mit ihm. Ne? Ja, ist doch, ja, hör auf mit dem ganzen Gelump. Nein, meine Damen und Herren, die CDU ist eine Krise und wir sind immer eigentlich, im Kabarett haben wir immer ein Herz gehabt, auch für Menschen, die kurz vorm Ende stehen. Und Kabarett ist Sterbehilfe letzten Endes in einer gewissen Weise. Und die haben jetzt nochmal zusammengesessen und sich überlegt, wir brauchen ein Leitbild, was in der Bevölkerung ankommt. Was liebt das Volk? Adel. Da haben wir den Prinz Wittgenstein, der ist im Moment nicht da. Dann gibt es in Deutschland noch den Ernst August. Der hat schlechtes Verhältnis zur Presse. Und da sind sie auf Lady Di gekommen. Lady Di, toll, die haben sie alle geliebt. Lady Di ist auch eingegangen, also in die Mythologie. Gehört zu den großen, mythischen Figuren des Abendlandes Europas, neben Katharina der Großen, Sissi, Maria Theresia, Inge Meißel, also einfach Figuren, die was bedeuten. Und jetzt haben die... Die sind in der CDU völlig fertig. Die haben festgestellt, Angela Merkel kann so oft, wie sie will, gegen eine Tunnelwand donnern, da wird nie die Rose von Deutschland raus. Ich weiß auch nicht, was da los ist.